ist sicher so, dass wenn ich selber bestimmen könnte, würde ich mir viel mehr Weltcups wünschen. Vor allem auch eben, zum Beispiel, wenn man Skifahren schaut, die haben fast jedes Wochenende einen Weltcup, der in jedem Sender übertragen wird. Und wir müssen wirklich extrem kämpfen dafür, dass unser Sport mal am Fernsehen gezeigt wird. Ich habe mir Ende Januar das Schlüsselbein und den Ellenbogen gebrochen. Und bin von dem her genau 6 Wochen auf den Tag. Danach war der Weltcup in Stellenbosch. Und die Erholung ist nachher mal sehr, sehr gut verlaufen. Wegen dem haben wir dann eigentlich im letzten Moment entschieden, dass ich gleich antreten werde, überhaupt am Weltcup in Südafrika. Also mein grosses Ziel ist, dass ich an allen Weltcup antreten kann, allen Weltcup ins Ziel kommen kann und ja, top vorbereitet kann am Start stehen und meine Leistung kann bringen. Und ich glaube, dann kann der Gesamtweltcup dieses Jahr sehr spannend werden. Der Druck ist natürlich immer vorhanden und klar, mit dem Weltmeistertitel kommt mehr Aufmerksamkeit. Es wird einem genau auf die Finger geschaut, jede Bewegung, die man macht, wird analysiert. Es ist auch so, dass über alle Radsportdisziplinen sieht ja der Weltmeistertrikot gleich aus und die Leute erkennen es einfach. Und wenn ich vorher irgendwo über einen Rennplatz gefahren bin, ja, dann hat mich vielleicht ein paar Leute wegen meinen Haaren erkannt. Und jetzt ist einfach so, für jeden ist klar, ja, das ist die Weltmeisterin. Und das ist einfach schon ein ganz spezielles Gefühl.